Hab ich da gerade einen Schrecken bekommen? Ja, liebe Leute, wir sind hier wieder zurück bei Let's Play Lego Racers. Und in den letzten Tagen habe ich mir gedacht, ja, jetzt müsstest du langsam mal wieder Lego Racers 2 weiter aufnehmen. Und ich habe ja auch schon angekündigt, was nach Lego Racers 2 kommen wird, nämlich Lego für große Need for Speed Underground. Und ich habe zuerst gedacht, ja, ich kann das Lego Racers 2 LP jetzt gar nicht zu Ende machen. Weil, der wollte die CD erstmal gar nicht mehr annehmen. Aber zum Glück habe ich das, wie ihr seht, ja doch noch hinbekommen. Und jetzt machen wir mal da weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Ich muss hier erstmal wieder an die Steuerung mich gewöhnen, aber... Das wird ja, denke ich, gut gehen. Die beiden Minigames haben wir ja schon gemacht. Und mir wurden einige Kommentare gegeben zum Thema, wie ich denn effektiver fahren soll, beziehungsweise fahren kann. Besonders was die Items angeht. Dass man zum Beispiel auf den Raketen fliegen kann, dass man diese komischen Blasenminen hinter sich explodieren lassen kann. Und ja, da werde ich mal schauen, ob ich das jetzt hinkriege oder nicht. Ich weiß gar nicht mehr, ob das... Ja. Ob ich hier überhaupt mal so einen Turbostart hinbekomme oder nicht. Jo, zumindest das klappt. Ja, wie gesagt, ich muss mich hier erstmal... Holla die Waldfee, holla die Waldfee. Ja. Leute, ihr merkt, ich habe es seit einigen Wochen nicht mehr gespielt. Puh, wie viele Runden sind das? 3. Aber das läuft ja schon mal ziemlich beschissen hier. Ach ja, aber 8 Runden, da hat man ja noch genug Zeit. Gehen wir einfach mal mit ganz viel Optimismus ran, ohne Items. Mal schauen, wie das so funktioniert. Ja. Turbo konnte man hier auch irgendwie machen. Und wir fahren einfach mal grandios rein. Fuck. Wie schieße ich nochmal die Sachen ab? Ich habe keine Ahnung mehr. Leute, helft mir. Fuck. Enter? War das Enter? Ich glaube, jetzt habe ich mein Item aber weggeschossen. Kann das sein? Halleluja. Woo! Ja, und ich darf gleich den ganzen Weg zu Fuß gehen. Wie war denn nochmal das scheiß Turbo? Kacke. Bug. Ich habe vergessen, wie der Turbo geht. Ach scheiße, das ist doch... Gehen wir uns erstmal wieder etwas zusammenbauen. Turbo, Turbo, ja. Wie war das nochmal mit dem Turbo? Gerade komme ich beim besten Willen nicht drauf, Leute. Tut mir echt leid. So, das war irgendwie mit... Die Steuerung geschifft. Ich krieg's gerade nicht hin, Leute. Aber immerhin sind wir gerade auf Platz 1. Das ist schon mal ganz gut. Obwohl ich gerade, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung habe, wie ich jetzt wieder den Boost benutze. Autsch. Ja, und fast hätte ich das sogar noch vermasselt. Ich würde mal sagen, wir machen gleich mal eben freies Rennen. Nee, Quatsch, das geht ja dann gar nicht. Egal, wir machen einfach mal weiter, so wie das auch geplant war eigentlich. Und ja, Boost. Ich habe die Steuerung vergessen. Ich schaue gleich vielleicht direkt mal rein, das wäre wohl auch die bessere Art und Weise. Weiter, genau. So, dann kann ich jetzt nicht nachschauen. Das ist ja wunderbar, ne? Kacke. Egal, wir haben das ja auch
gerade ohne Boost, ohne irgendwas geschafft. So, hier, weiter. Dann schaue ich jetzt einfach mal, ob ich das jetzt heute nochmal hinkriege oder nicht. Hauptsache wir kriegen Turbostart und es ist mega rutschig. Oh shit. Ah. Ich verstehe nicht, warum ich mir überhaupt so ein Scheißteil hier gebaut habe. Ziel 8. Wo ist denn hier überhaupt der nächste Checkpoint? Dein F ist es nicht. Jetzt kommen wir wieder gleich ins Rutschen. Au! Das war knapp. Wow. Verdammt nochmal, ich habe keine Ahnung mehr von dem Spiel. Das ist zu lang her, liebe Leute. Was? Wie war das? Wie war das? Ihr müsst mir helfen. Ja, ich habe die Steuerung echt vergessen. Shift war das nicht? Ui. Ui, 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 ui. Zu weit. Zu weit. Wieso wusste ich, dass das zu weit ist? Scheiße. Egal, wir haben... Dadurch, dass ich ja so viel Wert auf Leistung gelegt habe, jetzt erstmal einen kleinen Vorsprung. Daher ist dieser dicke Patzer verzeihlich. Aber wie ging das nochmal? Nicht, dass ich gleich auf die Windows-Taste drücke und dann hier rausfliege. Das ist nicht so. Nein. Nein, 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 nein. M, N, nein. Gleich aktiviere ich gleich bestimmt noch irgendwas voll Blödes. Scheiße. Oder ich habe es irgendwie deaktiviert. Ha, ha. Ach, scheiße. Ich glaube, hier in dem Part sage ich so oft Scheiße, wie ich so vorher noch nie Scheiße gesagt habe. Ich hasse es. Tasten. Ah, eins. Ah, ja. Juhu. Ich weiß es wieder. Ah, ist das ein schönes Gefühl. Ist das ein schönes Gefühl. So, auf den da kann man angeblich reiten. Funktioniert nicht so ganz. Ist es wieder zu weit? Ja, es ist zu weit. Drehen, wenden, wenden. Oh, shit. Aber wir sind weit genug voraus. Wieso verbrennt der Schnee nicht? Das müsste so ein realistisch Realitätspatch bekommen. Nee, auf den Teil kann man reiten. Denke ich dann, ne? Hier haben wir jetzt eine schöne Gerade. Und dann probieren wir das doch. Das funktioniert ja echt. Ist das geil. Wow. Ist das cool. Mag ich. Ah. Aber interessant, dass ich das jetzt hier so in der vorletzten Welt erfahre. Und dass mir das nicht schon vorher eingefallen ist, dass man das ja eventuell hätte gedrückt halten können, die Angriffstaste. Vor allem die Angriffstaste erstmal wiederfinden, das ist ja... So, und hier mit dem Diskus war doch auch irgendwas. Der lädt sich dann auf, oder was? Oder was? Ich glaub's nicht! Zum dritten verfickten Mal! Ah, ja, probieren wir gleich mal aus. Getroffen. Und noch ein. Noch ein. Genau. Oh, müssen wir gleich vielleicht sogar noch zu Fuß gehen, wenn wir noch einen abkriegen. Aber nein, wir haben es geschafft. Wow. Was für eine Scheiße, Mann. Was für eine Scheiße. Vergesse ich erstmal die komplette... Ui, da werde ich noch zusammengebaut. Schön. Da vergesse ich echt erstmal die gesamte Steuerung. Ah, was für ein Bullshit. Was für ein Bullshit. So, aber da dieses Problem gelöst ist, können wir uns jetzt auch direkt mal den nächsten Rennen widmen. Wir müssen Rennen machen. Ganz viele Rennen. Spacki hat die Backen. Ich will nicht mit dir reden. Ist völlig irrelevant, was du sagst. Ich muss einfach nur die Strecke abfahren. Einfach gewinnen. Ach, das freut doch. Das freut doch. Yeah, machen wir ein Wheelie über die ganze Strecke. Wo ist da? Müssen wir lang. Gut, das heißt hier rein. Autsch. Das ist gut. Schießen wir das Teil noch ab.
blöde Kurve. Autsch. Aber irgendwie brauchen die anderen dafür mega lang. Nee, ich habe jetzt nichts verpasst. Das ist ja wieder meine große Sorge. Help, help, help. Ich rutsche. Ich rutsche. Verdammt nochmal, ist das knapp. Ah, wieso weiß man das nicht vorher? Wir müssen hoch. Oh, ist das schlimm. Uns fehlen übrigens nur noch 10. Entschuldigung. Nur noch 10 goldene Steine. Dann haben wir sie eigentlich alle. Und wenn wir sie alle haben, haben wir das Spiel durch. Ha, das ist doch klasse. Und dann kann man auch... Ach so, da geht's links zum Reparieren. Haha, okay, alles gut. Ich rutsche zu stark. Ja, und wenn wir 35 Steinchen haben, dann denke ich mal, muss man auch sonst nichts mehr machen. Fahren wir mit voller Geschwindigkeit drüber. Jo, das passt doch. Dann wird sich an Lego für die Großen gemacht. Und darauf freue ich mich schon. Es wird zwar nicht so eine abgefuckte Scheiße geben wie hier. Wir haben nur noch unseren... Oh, shit. Yeah, machen wir einen Rodeo. Weil wir haben ja genügend Vorsprung. Ja, und dann fahren wir gleich noch genüsslich in die Boxengasse. So, zum ersten Mal. Mach uns wieder ganz. Jo. Und da habe ich übrigens auch eine Frage, die ich mir schon stelle. Weil ich habe ja gesagt, ich mache auf jeden Fall einen harten Run. Bei Dead Space 1. Holla, die Waldfee. Und dann wäre nur die Frage, soll ich das direkt anschließend machen? Nach Dead Space 1, wenn ich das fertig gemacht habe. Oder soll ich dann mal ein anderes Projekt dazwischen schieben? Das wird sich dann noch zeigen, welches Projekt das dann werden wird. Oder soll ich mit, oder wie gesagt, soll ich dann einfach mit dem Hard Run mal warten? Dass ich erstmal etwas anderes mache, dass da mehr Variation reinkommt. Ja, und dann schauen wir dann einfach mal, wie das so wird. Also wir haben jetzt wunderbarerweise innerhalb von nicht mal 15 Minuten 3 Rennen geschafft. Es gibt nur noch ein Rennen hier. Hä? Nee. Oh, das ist der Boss. Haha. Oh, wie passend. Oh, wie passend. Gut, dann mache ich jetzt einen Cut. Und dann geht's sofort weiter beim nächsten Mal. Mit Let's Battlen wir den Boss kaputt. Das wird bestimmt so scheiße, weil wir keine Haftung haben. Aber danach kriegen wir Haftung und dann geht es ab nach Xalax. Bis zum nächsten Mal.